Donnerstagmorgen, Punkt 3 Uhr. Seid uns recht herzlich willkommen zu einer weiteren Morgenrunde mit Sissi. Der Folge 3, um genau zu sein, befinden uns hier auf der Herzogstraße in Walsum. Genau gesagt im Ortsteil Vierlinden und Overbruch an der Stadtgrenze. Ja, ich weiß gar nicht, was hier für ein Autoverkehr ist hier um 3 Uhr morgens. Wir haben gerade die B8 da vorne überquert. Und wenn wir jetzt nach Oberhausen-Holten marschieren, dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Genau, es werden genau 16 Kilometer sein und los geht's. Wo bist du? Da unten ist sie. Kilometer 2,4. Wie wir gerade gesehen haben, sind wir im Altenheim St. Barbara vorbeigekommen, sind jetzt auch hier schon in Aldenrade und gehen jetzt gleich nach Röttgersbach. Ja, keine Angst, wir laufen nicht wieder denselben Weg wie gestern. Es fängt halt an zu regnen hier. Ja, glaube ich ja gar nicht. Ist ja überhaupt kein Regen angesagt. Wir haben jetzt so 17 Grad. Muss gleich mal auf dem Radar gucken. Sissi, hier, komm. Mann, mach die halbe Nachbarschaft wach hier. Was wollte ich sagen? Ja, dass sich bei unseren 16, 17 oder 18 Kilometer Runden auch schon mal der ein oder andere Weg kreuzt, ist ja ganz normal. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich zur Bahntrasse. Da hoffe ich, dass wir schon so ein klein wenig Tageslicht haben, weil da schon mal der ein oder andere Radfahrer ist. Und das war dann auch so gesehen werden. Ich habe nämlich keine externe Beleuchtung mit. Weiter geht's. Genau. Jetzt sind wir hier an der Schule. Wie heißt sie? Gute Schule? Nee. Das ist hier so ein Schild, wo auf Baustellen immer steht. Keine Ahnung. Ist auch noch Schulbus? Bus? Keine Ahnung. Da hinten sind noch ein paar Leute, die da auf dem Schulhof sitzen. Jetzt auch wie so Zombies, ne? Es sind Schulferien, ne? Und was machst du? Aus Langeweile gehst du auf den Schulhof. Weiter geht's. So, ich hoffe, man sieht mich ein bisschen. Wir sagen, wir kommen zurück auf der B8. Jetzt sind wir auch vorgestern schon gelaufen, auf unserer Runde nach Marxloh. Aber wir gehen jetzt nur bis hier vorne zur Ecke. Dann biegen wir links ab Richtung Aldenrade. Ich habe mich vorhin vertan, wo wir gelaufen sind. Vorhin gehört alles zu Vierlinden. Ne? Und das ganze Konstrukt gehört alles zu Walsum. Habe ich ja irgendwann in irgendeinem Video mal erklärt. Keine Ahnung. Ja, wir kommen gerade hier raus, das kann man nicht sehen hier. Ne? Also ein kleiner Offroad-Bereich, da ist so eine Schule und ein Sportplatz ist hier vorne. Ne? Blende jetzt mal den Namen mal ein. Ja, und regnen tut es immer noch. Keine Ahnung. So, Mausi, wir gehen weiter. Ne? Wir müssen jetzt gleich hier über die Straße. Und wie gesagt, kommen dann hier nach Aldenrade und dann zur Bahntrasse, wie vorhin schon erwähnt. Weiter geht's. So. Mausi, wir müssen warten auf das Auto, ne, und dann gehen wir einmal rüber. So, einmal rüber. Komm. Jetzt hat es hier stärker angefangen zu regnen. Wir stehen jetzt hier an der Straßenbahnhaltestelle Fasanenstraße. Hier vorne müssen wir gleich links abbiegen, wie ich gesagt habe, nach Aldenrade. Und ja, Regen war überhaupt nicht angesagt für heute Morgen. Ja, die ganze Nacht war es trocken gewesen, genau wie gestern. Den ganzen Tag war es trocken, hängst du Wäsche auf, halbe Stunde später fängt es an zu regnen.
aber dann auch nur für 5 Minuten, ne, kannst du die Wäsche wieder aufhängen. Ja, zum Glück haben wir jetzt hier die Haltestelle gefunden. Sonst sind wir ganz schön nass geworden. Ja. Ihr kennt das auch schon, ne, wenn wir uns unterstellen, dann legt sie sich immer hin. Machst du schon freiwillig. Ja. Ja, damit würde ich sagen, weiter geht's. Aufgrund einer Baumaßnahme wird diese Haltestelle nicht angedient. Bitte nutzen Sie die Haltestelle 4 Linden. Kilometer 5 um 4.02 Uhr. Hier vorne kommen wir gerade aus der Ludgerostraße heraus in Altenrade. Haben vorhin die Goethestraße überquert. Ja, und ich befürchte, dass wir gleich nicht genügend Licht haben an der Bahntrasse, um zu filmen. Das ist nämlich so ein bisschen kontraproduktiv, weil um die Bahntrasse zu erreichen, müssen wir so große Stufen überwinden. Die sind sehr hoch. Und wenn du nicht ausreichend Beleuchtung hast, ist das sehr schwierig, darauf zu laufen. Ich kann in meinem Archiv kramen, ob ich die Stelle schon mal ausgeleuchtet habe. Ja, obwohl wir gerade schon 10 Minuten uns untergestellt haben, haben wir jetzt doch so eine kompakte Bewölkung. Tageslicht ist erstmal nicht allzu viel. Ja gut, was willst du machen? Jetzt kommen wir hier vorne an die Dr. Hans-Böckler-Straße. Und eigentlich wollte ich mal zeigen, wie lange das dauert hier an der Drückampel, bis du hier grün hast. Aber die Ampel, die funktioniert ja leider nicht. Ne? Ist ja auch noch viel zu früh. Komm, einmal rüber. So, bist du fein. So, ja, willkommen hier am Fuß der Bahntrasse. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und ich sehe hier auch nichts. Es ist hier absolut dunkel, weil hier alles zugewachsen ist mit Bäumen. Man sieht nur so schemenhaft, sieht man hier die Steine. Jetzt hat es auch noch mal angefangen zu regnen gerade. Kurz. Jetzt ist hier alles auch noch nass und sandig und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt die Kamera auf mich gerichtet. Dann leuchtet der Bildschirm hier so ein ganz klein bisschen den Weg aus. Uah. Und jetzt haben wir hier den ersten Fahrradfahrer hier vorne. So, mich gewundert, was ist das für ein Licht? Aber da war nur, wie gesagt, nur ein Fahrradfahrer. Der fährt da hinten jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man mich sehen kann. Ja. Schade, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Bei uns jetzt der Regen und die kompakte Bewölkung so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Weiter geht's. Ja, Kilometer 7 um 4.22 Uhr. Wir kommen an der A59. Ja, vor uns nicht die Autobahnausfahrt Walsum. Jetzt kann man so ein klein bisschen kann man sehen, dass es anfängt hell zu werden. Aber das Licht reicht ja überhaupt nicht aus zum Filmen hier auf der Bahntrasse. Hier unten haben wir die Sissi. Sieht man auch nur so schemenhaft. Ja, Bahntrasse. Insgesamt laufen wir die jetzt so einen Kilometer entlang. Kommen dann gleich in Röttgersbach aus. Und dann sind wir auch gleich schon im Revierpark Mattlerbusch. Weiter geht's. Ja, und ich ärgere mich immer noch, dass ich keine Taschenlampe mit habe. Ne? Genau. Kilometer 6,2. Wir sind hier am Ende unseres Weges auf der Trasse. Die Trasse führt noch ein Stückchen weiter Richtung Oberhausen. Und hier haben wir wieder so ein paar Stufen. Aber hier sind immer 3 Stufen, die man nehmen muss. Sind auch so ein bisschen hell abgesetzt. Ne? Und dass hier bei dem schemenhaften Licht auch sehen kannst, wo du hintrittst. Anders ist es da unten. Ich weiß gar nicht, ob man mich sehen kann. Ich tippe mal nicht.
da unten ist alles wieder mit Bäumen zugewachsen. Da kannst du gar nichts sehen. Gut. Jetzt haben wir noch so knapp 300 Meter und dann kommen wir wieder in bewohntes Gebiet in Röttgersbach. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Ne, blende ich jetzt gleich mal ein. Weiter geht's. So, Kilometer 6,6. Die Bahntrasse liegt hinter uns. Jetzt hier an so einer Bushaltestelle machen so eine vorgezogene Riegelzeit, ne, weil doch sehr warm ist. Und ich befürchte, dass mir der Riegel in der Tasche so ein bisschen ausläuft. Ja, ich quatsch wieder viel zu viel, ne? Bitte. Ja, wie gesagt, jetzt kommen wir gleich an so einer Parkanlage. Die ist so vorgelagert, den Bad Labusch. Dann gehen wir einmal quer durch den Bad Labusch, kommen dann nach Holten, weiter geht's. Kilometer 7,8 um 4.46 Uhr. Wir kommen in der vorgelagerten Parkanlage des Bad Labusch. Die gehen wir jetzt hier so ein paar hundert Meter entlang. Ja, komm mal, Sie. Wir befinden uns immer noch auf Röttgersbacher Gebiet. Ja, was wollte ich sagen? Warten wir erst mal, bis wir hier aus diesen, was sind das, Trauerweiden, die hier runterhängen. Die hängen mitten in der Weg hier. Ja, die Meteorologie hat gestern gesagt, die letzten 365 Tage sind das nasseste Jahr seit Wetteraufzeichnungen, ne, was ich nur bestätigen kann. Ja, haben wir heute Morgen gesehen, ne? Und ja, wettermäßig ist jetzt im Moment ja auch nicht viel zu holen, was den Sommer betrifft. Ne, eher jeden Tag wieder Regen. Ja, jetzt sind wir Ende Juli und nächste Woche ist auch nichts mit Sommerwetter. Soll es auch wieder regnen, fast jeden Tag. Ja, dann haben wir Ende Juli, dann ist August. Ja gut, im August kann natürlich auch noch mal warm werden, ganz klar. Ja, aber da glaube ich jetzt auch nicht mehr dran, dass mal so ein stabiles Hoch kommt, wo du mal so eine Woche richtig tolles Wetter hast. Ja, und meistens hast du ja auch so Ende August, die letzte Augustwoche, die kippt ja auch schon meistens in den Herbst. Und dann war es das mit dem Sommer. Kann man nur hoffen, dass das nächste Jahr ein bisschen besser wird. Ja, wie gesagt, Mitte Juli, ne, 5,5 Monate, haben wir Weihnachten. Gut, jetzt kommen wir, wie gesagt, jetzt kommen wir gleich hier am Ende von dieser Parkanlage. Und dann geht es in den Bad Labusch. Und dann sind wir auch schon in Oberhausen-Holten. Weiter geht's. Komm, Mausi, komm, guck mal, wo bist du? Hier, so, zack. Kilometer 8,5, willkommen auf der Wehhofer Straße. Hier haben wir bei der letzten Sissi-Runde auch angehalten. Damals sind wir in die Richtung gegangen. Ne, und dann habe ich gesagt, hier geht's rein, wenn wir Richtung Oberhausen-Holten laufen. Das machen wir jetzt auch, weiter geht's. So, und schon sind wir im Bad Labusch. Da vorne ist die Niederrhein-Therme. Weiß ich, ob man das große R schon sehen kann, dass ich nehme mal an, für Revierpark Bad Labusch steht. Hier ist der erste von zwei Parkplätzen, zwei großen. Ich weiß gar nicht, ob auf der anderen Seite auch noch ein Parkplatz ist, keine Ahnung. Ja, jedenfalls haben wir jetzt wieder so ein klein bisschen Beleuchtung. Ne, finde ich gut. Kannst du wenigstens ein bisschen filmen. Weiter geht's. Und wenn du so früh morgens gehst, ne, bist du hier richtig schön alleine. Die Vögel sind am Zwitschern. Und normalerweise fährt hier auch ein Bus entlang. Und recht viele Fahrradfahrer. Fußgänger und Hunde haben wir noch keine gesehen hier an der Stelle. Aber gerade haben wir schon einen gesehen in Röttgersbach. Ne, der macht hier so Jogging.
So. Ja, hier ist der Eingang zur Niederrhein-Therme. Wir haben jetzt 5:04 Uhr. Die Uhrzeit ist natürlich alles zu. Hier vorne habe ich hier so eine Tafel gesehen mit so ein paar Preisen. So aus dem Augenwinkel raus. Mal gucken, was der ganze Spaß kostet. Ich guck mal, Preise und Zeiten. Sauna und Sohle. Ach, das lese ich aber jetzt nicht alles vor hier. Wellenbad. Erwachsene 7,75 Euro. Kinder 4 Euro. Kinder bis 1 Meter 1 Euro. Kindersalzgrottensitzung. Als Upgrade zum Eintritt oder als externer Gast. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist hier so eine ganze Tafel hier. Da musst du erstmal studieren, eine halbe Stunde vorher, bevor du da reingehst, was du überhaupt machst und welches Ticket du nimmst und was weiß ich was. Das wäre mir schon viel zu viel. Warum kann man nicht sagen, okay, hier Eintritt, ich sage jetzt mal 15 Euro und dafür kannst du alles mit benutzen. So, dann brauchst du keine Gedanken machen, was darfst du nutzen, was darfst du nicht nutzen. So, Mausi, komm, wir müssen jetzt hier unten auf die Straße. Nee? Da hinten kommen wir nur in den Park, da wollen wir nicht hin. Da vorne geht es jetzt zum Parkplatz. So, da vorne geht es zum Parkplatz. Da kommen wir gleich nach Oberhausen-Holten. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich mich hier nicht auf dem Bad leg, auf dem nassen Zeug. Lissi, kommst du hier? Komm. So ist fein, ne? Komm her. Ja, hier vorne haben sie abgesperrt. Da steht so ein Art Bauzaun, steht da vorne. Warum auch immer. Weil offiziell darf hier nur der Bus langfahren. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, jetzt kommen wir gleich hier an den Parkplatz. Sind wir schon da. Und dann geht es nach Holten. Und dann kommen wir nachher zur Emscher. Zum Emscher Klärwerk. Und dann sind wir auch schon in Dienstlaken-Hiesfeld. Ja, und dann geht es mit großen Schritten wieder nach Hause. Haben jetzt auch schon die Hälfte vom Weg geschafft. Siehst du, hier ein bisschen Ferkel. Ne? Eine Dame läuft nicht durchs Wasser. Ja, siehst du, ist dann egal. Ne? Wasser von oben, Wasser von der Seite. Das ist Latte. Hauptsache, es ist kein Bach. Ne? Da hat sie nämlich Angst vor. Dann steht sie nämlich am Rand, ne? So wie auf Zehenspitzen, ne? So nach vorne gebeugt. Und dann nippt sie mal ein bisschen am Wasser. Und das war's. Ja, so ist sie. Ne? Ist ja nicht umsonst Schissi mit Spitznamen. Komm, Mausi. Komm. Ach, sind ja froh, dass wir sie haben. Ne? Und ja, letztens haben wir die Handwerker zu Hause gehabt. Da ist sie total ruhig und entspannt. Und geht auch mit anderen Hunden ganz ruhig um. Ne? Bellt nicht. Und das ist die Hauptsache, ne? Dass du nicht so einen Kläffer hast. Und kannst ja auch mit ihr überall hinlaufen. Ne? Aber so Nachtwanderungen in einer Großstadt, wie wir letztens hatten, hier so in Münster, da möchte ich sie nicht mitnehmen. Ne, weil dann doch der Hauptaugenmerk darin besteht, hallo, darin besteht, ne, A, zu navigieren, B, zu filmen, C, um irgendwelche dunklen Ecken auszuleuchten. Ne, und wenn dann noch auf den Hund aufpassen muss, das sind so viele Dinge, kannst du gar nicht alle bewältigen. Ne, zumal immer noch sagen muss, hier Sissi, lauf nicht so schnell. Ne, und soll ja auch mal links und rechts schnüffeln, ist ja kein Thema. Ne, aber wenn dann wie jetzt so am Quatschen bist in die Kamera, ne, vergisst du auch schon mal, dass der Hund schon mal stehen bleibt und bist nicht immer hundertprozentig beim Hund. Und das möchte ich nicht. Weiter geht's.
Mausikopf. Kilometer 9,6. Willkommen in Oberhausen-Holten. Ja, wir queren jetzt hier einmal den Ort und kommen dann, wie gesagt, an die Emscher und gehen dann in Richtung Dienstlaken wieder. Weiter geht's. Mann. Gut, wir haben jetzt Holten verlassen, gehen jetzt hier vorne, wie vorhin gesagt, zu Emscher und laufen dann nach Hiesfeld. Ja, dann sind wir auch schon fast zu Hause. Ne? So schnell geht das. Und genau, jetzt haben wir Kilometer, boah, der war so sauer. Kannst gar nicht richtig sprechen. Kilometer 10,2 um 5.26 Uhr. Weiter geht's. Ne, auch für dich geht's weiter. Kommt raus. Komm, Mausi. Mausi, hier. Kilometer 11,1 um 5.35 Uhr. Wir kommen auf der Großhofstraße. Ja, führt jetzt hier grob gesagt hier von Oberhausen-Holten nach Dienstlaken-Hiesfeld. Ne, da laufen wir auch gleich durch. Ja, wir laufen die Straße jetzt hier so einen knappen Kilometer entlang. Einen Kilometer Luftlinie befindet sich die Halde Hühnerheide. Sind wir auch schon gewesen. Ja, und hinter mir, da zieht es sich auch schon wieder zu. Ne, und das ist, was ich immer sage, ne, das ist so schwierig, mal so ein 2-3-Stunden-Fenster zu finden für eine Tour. Ne, und wenn du so eine größere Tour planst, ne, wie letztens hier in Münster, ja, dann brauchst du schon 5 oder 6 Stunden relativ gutes Wetter oder stabiles Wetter. Weiter geht's.
Kilometer 13,1. Wir kommen auf der Winkelstraße. Hier hat Harry Potter seinen Zauberstab gekauft. Das war Winkelgasse, ne? Gut, wir kommen jetzt gerade hier von der Tackenstraße, wie wir vorhin gesehen haben. Ne? Wer ohne nachzuschauen weiß, was Tacken sind, kann da mal in die Kommentare schreiben. Hier vorne ist die Bringstraße, die B8. Die werden wir jetzt gleich mal versuchen zu überqueren. Und dann geht es wieder raus ins Feld und betreten dann den Stadtteil Averbruch von Südosten her. Weiter geht's. So, und steh. Ja. Kilometer 14,1. Wir kommen auf der Ruhlerstraße. Die führt hier parallel hier zur B8. Hier der Bringstraße. Dann ist die hier vorne. Die führt zur Autobahn. Sind wir ja letztes Mal gelaufen. Da geht es nach Wehofen. Da ist die Abraumhalde. Da sind wir letztens auf der rechten Seite von hier aus gesehen gelaufen. Und wir laufen jetzt hier vorne, da ist die Landwehrstraße, da wo der Wald anfängt. Da hinten ist die Oststraße, wem das was sagt. Und dann geht es auch nach 2 Kilometern wieder nach Averbruch. Weiter geht's. Komm, Marvi. Ja, zum Glück hat es nicht wieder angefangen zu regnen. Die Wolken sind nach da hinten abgezogen. Soll auch heute gar nicht mehr regnen, laut Vorhersage. Aber was wir auf die Vorhersage geben können, haben wir ja heute Morgen gesehen. Aber morgen am Freitag, so, Mausi, komm. Nur die kleinen Fliegen, die sind schlimm hier, ne? Fliegen die immer hin. So ganz kleine Fliegen sind da, ne? In der Nase, in den Augen. Was wollte ich sagen? Für morgen sind Gewitter vorhergesagt. Ne? Deswegen sind wir heute Morgen eine große Runde gelaufen. Aber vielleicht können wir morgen auch noch mal laufen, eine große Runde. Hier sind ganz viele Brombeeren hier, sind aber alle noch nicht reif. Da müssen wir noch 3 Wochen warten. Gut. Wie gesagt, hier vorne Landwehrstraße, da vorne. Und eigentlich sind das hier ganz ruhige Straßen, wo ich sag mal nur alle Nase lang mal ein Auto fährt. Hinten die Oststraße. Da ist sowieso jetzt wenig Verkehr, weil sie da die Bahntrasse neu machen. Und hinten in Hiesfeld ist eine Straße gesperrt, die über die Oststraße erreicht werden kann. Dementsprechend ist hier auch weniger Verkehr. Vor allem um die Uhrzeit. Was haben wir jetzt? 6 Uhr. 6.12 Uhr. Weiter geht's. Wie große Disteln sind, ne? Hau ab. Sind mal groß. So, jetzt haben wir das, den Wald hier erreicht. Und hier kann man das noch sehen. Ein Atem, wo wir 18 Grad haben. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit jetzt. Überlege, ob ich heute Morgen eine Jacke anziehen soll oder nicht. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Aber wenn du hier so filmst, dann fehlt dir eine Tasche. Ne? Die Jacke hat 3 Taschen. Da kann man schon mal rein tun. Ich sag mal Telefon oder Akkus von der Kamera. Und muss nicht alles hier auf 2 Taschen
an der Hose verteilt haben. Ne? Dann noch Leckerchen da drin und Schlüssel für zu Hause und Riegel und hier den Kotbeutel. Ne? Muss alles dabei haben. Ja, weiter geht's. Ne? Oh, siehst du, da vorne kommt ein Kumpel von dir. Da hinten kommt ein Hund. Mal vorhin auch in Oberhausen einen Hund getroffen. Was heißt getroffen? Gesehen. Die kam aus der Tür, hat uns gesehen mit dem Hund und zieht den Hund wieder zurück, Tür zu. Ja, so sind sie, ne? Ich weiß nicht, warum die Hunde keinen Kontakt zu anderen haben dürfen. Schlechte Erziehung. Ne? Ist ja naheliegend. Komm, Mausi. Komm, nicht stehen bleiben. Immer schon lange genug getrödelt. Normalerweise wären wir nämlich jetzt schon zu Hause. Jetzt müssen wir noch so eine Viertelstunde laufen. Wir haben da so viel gefilmt, wie gequatscht. Und auch verquatscht wieder. Komm, ich muss mal wieder so eine Compilation machen von Versprechern. Wird mal wieder Zeit, ne? Weiter geht's. Kilometer 15,2 um 6.25 Uhr. Wir haben gerade die Otto-Brenner-Straße überquert. Ja, da hinten im Waldstück, da durftest du nicht stehen bleiben. Sonst haben sich direkt die Mücken auf dich gestürzt. Ich glaube, ich habe auch ein oder zwei Mückenstiche abgekriegt. Gut, ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, dürft ihr uns gerne bei der Runde Nummer 4 begleiten. Und damit würde ich sagen, Kamera aus. Sisi. Mausi. Komm. Frühstücken. Na komm. Vorhin kam mir einer entgegen, der dasselbe T-Shirt angehabt wie ich. Habe ich zu ihm gesagt, boah, haben Sie denn für ein hässliches T-Shirt an? Hat er gar nicht verstanden. Kamera aus.